I was told it was urgent. Come see me tonight. In the sec, we're flirting and we dance for hours. She knew that she had me, but I didn't realize I'm sleeping with a vampire. Was will sie machen? Was, wir können jetzt nicht mit unserer Freundin schlafen? Die ist doch nicht unsere Freundin. Die ist doch nicht unsere Freundin. Sind wir denn bescheuert, dass wir jemanden einziehen lassen, der nicht unsere Freundin ist? Vielleicht geht das auch nicht, weil der Tisch da steht. Was weiß ich nicht. Was Sims sind auch dumm. So, die steht jetzt auf. Ah, die muss auch mal pullern. Ja, hier ist doch was. Geht doch da pullern? Ist das noch gut? Ja, eine Stunde lang kann man die Kotze noch essen. Ich tue mal in den Kühlschrank. Die ist ja immer noch nackt. Ja, nackt auf Toilette gehen ist doch ziemlich normal. Hat die jetzt groß gemacht? Ich glaube, bei den Geräuschen, die sie selber davon sich gegeben hat, schon so ein bisschen. Also sie guckt jetzt auch sehr glücklich. Also ich. Sie guckt sehr apathisch, muss ich gestehen. Nicht so glücklich. Echt? Weißt du, so gucken die Titans bei Attack on Titans kurz, bevor sie deine Mutter stimmt. aus dem Haus reißen. Ja, nee, klingeln und fragen, ob alles okay ist. Ding Dong, hallo, kann ich bitte mal, alles gut? Na? Wie lange macht die da? Ach, die sitzt auf und zockt. SMS schicken, während sie... Ach, wem schreibt die denn SMS im Internet surfen? Sag mal, hast du es jetzt mal bald? Die saß jetzt irgendwie eine Stunde auf der Toilette. Und die Toilette ist irgendwie... Ach, die ist einfach prinzipiell von Haus aus schon siffig. Der Siffikus. Ja, und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass sie Klopapier benutzt hat. Das stimmt, hat sie nicht. Wir haben ja auch keins. Das entschuldigt nichts und niemanden. Ja, was wünscht sie sich jetzt hier? Jemanden umarmen und sie will Hannah näher kennenlernen. Ja, sehr gut. Lern Hannah, weck sie auf und lern sie gut. Kann die sonst irgendwas kochen immerhin Stufe 2, singen Stufe 5? Immerhin kann sie ganz gut singen. Kann sie Hannah wach singen? Oder in irgendeinem. Wir können sie hier hingehen lassen und singen und gucken, ob sie aufwacht. Oder du drückst auf Hannas Köpfchen und sagst, singen für Hannah. Nee, der geht nur aufwecken. Hannah, wach auf, Manu. Aber die ist doch gerade erst schlafen gegangen. Die ist wahrscheinlich noch total fertig. Egal, wir werden auf jeden Fall... Alter Mädchen. Lass die nackig. Du bist ja witzig. Ja, geiler Schrank. First Sorrow the Hope sing. Ich glaube, sie ist tatsächlich davon wach geworden. Du musst die umarmen. Das ist ein bisschen schief. So ein bisschen. Sie will Techte Mächte mit Rico haben. Und sie möchte Rico auch näher kennenlernen. Dann näher kennenlernen. Und erstmal jubeln. Erstmal jubeln, nachdem du so. Du sollst so jubeln. Umarmen. Jubeln, jetzt jubel halt. Umarmen. So, und dann, umarmen. Ja. Die wollen dich näher kennenlernen. Umarmen. No. Sie wollte, dass sie umarmt wird. Nee, sie möchte, also sie will ja jemanden umarmen. Sie muss dann jemanden umarmen. Romantik. Wir können ja jetzt beide steuern. Ja. Die ist voll am Arsch, die kommt hier nicht mehr los. Nein. Puh, Dicker, was? Wie witzig. Sie ist angespannt. Wieso ist denn, ach so, weil sie keinen Spaß hatte. Oh. Also, gut, dass das zensiert wurde. Ja, schon so ein bisschen. Okay, hat das jetzt Punkte gegeben? Ja, und sie möchte sie jetzt auch näher kennenlernen, also könnt ihr jetzt so ein bisschen quatschen. Freunde. Nein, jetzt fangen die Frauen an zu quatschen. Ja. Gut. Wir sehen uns in 5 Folgen, wenn die Quatscherei vorbei ist. Ach Gott. Boah, also wir haben jetzt festgestellt, dass Hannah ist ein Bro. Bro? Und, hey, kannst du mal staufsaugen? Ja, du hast kein Geld mehr. Wo hast du mein Geld hingepackt? Ich habe doch ganz viel Geld gebracht, als ich hergezogen bin. Da habe ich mir ein neues Smartphone für gekauft. Voll gut, jetzt haben wir kein Geld mehr. Jetzt müssen wir sparen. Kannst du mal staubsaugen jetzt? Ich will mal staubsaugen, wäre voll gut. Ey, du bist ja wie so eine Liebesrakete. Du hast mich verarscht. Nee, ich hab dich voll gern und so. Okay, dankeschön. Ich habe keine Ahnung, worüber die da reden, aber Sandwich. Ja, da möchte ich jetzt lieber nicht so nähern. Haben wir wenigstens eine Rakete von den 20.000 Simoleons gekauft? Nee, aber wir hätten eine kaufen können. Wir hätten wirklich eine kaufen können. Was will sie mal an Technik mehr? Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Hier, können wir jetzt mal gestehen, dass wir uns angezogen fühlen? Ja.
Und jetzt mal ein bisschen hier Nummern austauschen, jetzt wo ihr zusammen wohnt. Ja. Komplimente über das Aussehen machen. Und fass sie nicht immer auf die Brüste. Sie ist da nicht so... Okay, ich klicke das mal lieber schnell weg, ehe jetzt das wieder nach unten sinkt. Ach, verdammte Axt. Beschämt. Ihr seid, dämlich. Sie hat ihr gesagt, dass sie sich von ihr angezogen fühlt. Und die Frau steht nackt vor ihr und sagt, das ist mir jetzt aber unangenehm. What the fuck? Das wird wohl nichts mit dem Mit dem wird das nicht. Der Mund steht hier schon wieder rum. Warum? Ich weiß es nicht. Er schreibt auch schon wieder so eine SMS. Da kommt die gleich bei uns an. Vielleicht schreibt er die SMS mit ihr. Mit die Klo-SMS. Das glaube ich nicht. Das hätte er ja schon vor 3 Stunden reagieren müssen. Nee. Das hat er ja jetzt erst gelesen. Weißt du, er konnte uns nicht haben. Jetzt will er uns die Freundin ausspannen, die, ja? Die Freundin ausspannen, richtig. Die das noch keine Freundin könnte ist. Könnte natürlich sein. Die muss übrigens jetzt mal einen Job annehmen. Die will ja Staatsfeindin werden. Also muss eine Karriere einschlagen. Es gehört ja auch zu unserer Challenge dazu, die Wünsche unserer Sims zu erfüllen. Also müssen wir daran arbeiten. Ich kann nicht mal meine Wünsche erfüllen. Wie kann ich denn deine Sims erfüllen? 10 gemeine oder schelmische Interaktionen anwenden, von 2 Sims nicht gemocht werden. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja, machen einen Telefonstreich oder so. Ja, aber hier den Mund zum Beispiel, ne? Dann können wir ja mal hier grob vorstellen. Aber erstmal kurz einen Job finden. Ich frage mich, ob sie sich was anzieht, wenn sie rausgeht. So, wenn sie gemein werden will, dann möchte sie Verbrecherin werden. Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Krimineller, da kannst du jede Menge Simoleons scheffeln und Spaß haben. Berufszweig Boss und Orakel. Du arbeitest von 7 bis 17 Uhr bis 0 Uhr. 9 Simoleons die Stunden ist am Anfang halt nicht viel und kein Urlaubstag, aber dann sind wir sie abends halt wenigstens los. Alter, sie ist halt jetzt schon beschämt. Bleibt sie da? Nee. Was ist? Ich habe einfach. Ich glaube, gerade ist die Tür zugegangen. Ja, aber hier gibt es jetzt keinen Grund, warum sie stehen bleibt. Ist ja eine Ecke. Es kann ja links die Polizei auf sie warten. Ich verstehe halt nicht, warum sie stehen bleibt. Die geht jetzt weiter. Okay. Okay. Alles klar. Sie könnte sich halt. Sie geht nackig raus. Ja, das. Ich habe. Also, hüpft. Das. Wow. Okay. Dinge, die da, das ist ein Spiel für Kinder. Hallo, bin nackig. Macht man das? Sie hat sich angezogen, ja, das war ja wahrscheinlich spontan peinlich. Schelmische Interaktion, ja, wir müssen schelmisch zu ihm sein. Da sind wir jetzt mal schelmisch zu ihm. Unfug. Über unsere Karriere lügen, dass wir irgendwie Präsident der Vereinigten Staaten sind, absurdes Gerücht in die Welt setzen, dass es Chemtrails gibt. Dann können wir ihm noch eine falsche, schlechte Nachricht verkündigen, zum Beispiel Ehe für niemanden, dann zu falscher Party einladen, hier weiße Hausparty, das kriegen wir hin, nee, romantisch nicht. Und dann mit dem Handschocker reinlegen, also wenn das nicht wirkt, weiß ich auch nicht. Der Handschocker funktioniert immer. Hey du, warst du nicht vorher noch Wiedersehen. Nackt? Ich bin in Wirklichkeit eine Krabbensammlerin. Ich sammle Krabben, das ist mein Job. Und Pinguine, vor allen Dingen Pinguhus. Kennst du Pinguhus? Sie wie Einhörner, so richtig tolle Fabelwesen. Und damit verdiene ich mein Geld. Oder so. Ich fand das jetzt lustig, warum lacht er nicht? Ich war mal verheiratet mit Abraham Lincoln, genau. Und das hat nicht so funktioniert, weil ich bin viel auf Reisen gegangen, weißt du? Und dann hat mich ein Kobold entführt. Worüber redet die? Nee, das hat für mich jetzt alles Sinn ergeben. Nur Tod und Vernichtung. Was für Tod und Vernichtung? Halt die Fresse, du dumme Nuss. Ja, das mit dem nichts gemocht werden, da sind wir schon mal ganz nach. Oh, sie ist sehr beschämt. Man kann übrigens an Beschämung sterben. Mit deinem Gesicht würde ich keine Party feiern, Junge. Was war denn jetzt lustig? Okay, war jetzt besser? Oh, alles gut, ja. Jetzt. Aber ich habe ihn voll beleidigt. Mega witzig. Oh, das fand er auch witzig. Das ist ein Trottel. Kann man noch einen anderen Unfug machen? Ein absurdes Gerücht vielleicht noch? Hey, weißt du, was unter deinem Hut lebt? Ein Kobold, der mich was? Nee, nicht, der hatte ich verschleppt. Verschleppt, oder was? Verschleppt, ja, entführt. Entführt hat er. Der ja, Kobold hatte sie entführt. Ja, okay, irgendwas Schräges geht gerade bei den Ruinen vor. Sollen wir mal nachsehen? Okay. Ich meine, mehr Sims, die wir reinlegen können. Ja, stimmt schon. Das
finde ich auch vor allem gut. Das ist also so, hey, da geht was Schräges bei den Ruinen vor, willst du mitkommen? Und du denkst dir so, also bei den Sims, da passiert ja nie was Schlimmes. Das würde uns vielleicht auch passieren. Die Oma macht wieder Party! MC Titte, ja Mann! Ich nenne sie Miss Shockson Dick. Kennst du die von South Park? Ja, ja. Aber ich hab. Das hat auch so ein bisschen. Die spielt auch Elektro-Titte. Ja. Auf dem Beat. Ja, auf dem Beat. Elektro-Titte. Elektro-Titte. Wer tanzt in der Mitte? Niemand. Elektro-Titte. Wir zusammen tanzen jetzt. Tanzpaar. Der kann richtig krass tanzen. Aber der trägt auch eine Hochwasserhose. Und er steht einfach nur so da so. Der Beat. Yeah. Und der Typ, der uns eingeladen hat, tanzt mit der Miller Munch. Was machen die Munchs denn hier? Was ist das für eine Familie? Die Munchs sind einfach. Das sieht komisch aus. Wir müssen die Munchs werden alle unsere Feinde. Da gehe ich mich jetzt auch mal grob vorstellen. Okay. Ab sofort sind die Munchs unsere Erzfeinde. Hey Mäuschen! Ich bin's, die bessere du. Das kommt jetzt gar nicht in Frage hier so. Der Klettergerüst, die fühlt sich nicht vor, gefährlich! Sie sehen ja komisch aus. Ich wollte mich mal grob vorstellen. So nur ganz grob, so umfassend und so. Komische Brille, die sie da haben. Geld in meinem Hut, Uli. Ich mag das Lied, das ist mein Lieblingslied. Sie läuft erstmal gegen die nächstbeste Laterne. Ja. Ich wollte weiter Unfug verbreiten. Ich wollte die nochmal im Handschocker reinlegen. Wie, der Akku ist erschöpft. Ich hab den... Minuten. Gerade erst reingelegt. Apropos reingelegt. Reingelegt. Oh, wir machen weiter. Dann. Ich habe jetzt die Macht. Ich habe die Macht. Hier, der soll mir die Klappe halten. Hallo, ich bin Isa. Das sieht man noch. Ach so, das sieht man noch nicht. Muss ich erst hier machen? Nee, das kann sein, dass das wieder nicht funktioniert, weil OBS ein Stück Bonobo ist. Bonobo. Hier geschehen Dinge. Direkt neben meinem Gesicht ist ein Po. Ich musste da hingreifen. Okay. Also ich hab ihr gesagt, ich möchte, dass ich sie. Was hast du mit ihr gemacht? Ich glaube, ich hab Unfug treiben gewählt. Okay. So Geschichten erzählen oder so. Ach so, okay. Über Musik streiten. Ja. Der hat nicht gemerkt, dass wir weggegangen sind. Warte mal, wir sind direkt zum DJ gegangen, direkt zur lautesten Quelle und... Ja, und jetzt wird sie erstmal abgebritzelt. Das ist voll super. Moment, was sollen wir noch machen? Das bringt Leute ins Grab, Junge, was sollen wir? Noch einmal, dann haben wir schon mal einen Teil geschafft. Das ist so langweilig, das sind so wenig Interaktionen. Vampire, lol. Du voll laut hier, verstehe mein eigenes Wort nicht. Bananen. Was? Bananen, Murin. Hä? Cola-Dosen! Verstehen Sie? Hab mir die Hose gepisst, Bananen-Murin, Cola-Dose! Hallo, deswegen bin ich geschieden! Was ist denn falsch mit Ihnen? Erzähl Ihnen meine Urin-Story, das ist voll wichtig für mich! Witzig! Ich kenne Sie schon geschichtlich vom Kobold entführt worden bin! Der hat mich auch eingepisst, deswegen kann ich mich voll mit Ihnen identifizieren! Nur, wissen Sie, ich bin nicht so behaart wie ein Bär, da fällt das auf. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Was? Darf uns jetzt wollen Sie bei mir staubsaugen? Niemand will bei mir staubsaugen oder Kisten schleppen. Das ist voll doof, weil ich will eigentlich nur... Oh mein Gott, was ist mit dir los? Ich hab sie gerade angebrüllt, die verbotene Wörter um den Kopf. Ja, die muss uns ja hassen, weil wir müssen ja von zwei Sims nicht gemocht werden. Abblitzen lassen. Weil die. Achso, die ist gerade kokett drauf. Okay. Was kann ich sonst noch machen? Es
gibt es noch über anderen Sim-Lästern, beleidigen, andeuten, Mutter in Lava. Hör sie mal, ich hab für den Richtigen gewählt. Hast du gar nicht für den Richtigen gewählt? Sie können ja nicht wählen. Okay, das war eine Frau, sie haben überhaupt kein Wahlrecht. Ah, Mann, ich verarbeite beim Gerichtshof. Die Monich-Familie ist angesehen. Labern sie nicht. Sie haben keine Ahnung von Politik. Rechts, links, oben, unten. Sie haben bestimmt die Igel-Partei gewählt. Und nicht Igel-Partei. Verstehen Sie? Nein, ich habe die Pink für alle Partei gewählt. Oh Gott, sie mag uns immer noch viel zu sehr. Warum mag sie uns so sehr? Ja, weil sie schon durchaus sympathisch ist. Wir streiten uns die ganze Zeit. Und jetzt kommt mal ein bisschen was liegen. Alter, sie hat sie. Okay, jetzt, das klappt schon mal. Ah, sie hat Merkmal gut, deswegen müsste sie das eigentlich überhaupt nicht mögen. Ich muss mit der befeindet. Ja, schubsen, 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 schubsen. Komm schon. Und. Oh. Oh, das tat weh. Ich muss mich davon erst mal erholen. Ich muss ins Bett, oder? Ich schreibe am besten. Weiter am Kopf. Mir auch eine E-Mail an ihren Vorgesetzten. Kämpfen. Kämpfen! Oh. Richtiger Mädchenkampf. Jetzt gucken sie alle zu. Wir verlieren. Echt? Ja, guck dir doch den Stier an. Ja, die hat schon ordentlich. Ja. Ne? Also, guck mal, der DJ ist auch so, oh, was passiert hier jetzt? Sind die hier wegen meiner Musik? Oh, Musik stoppt sogar. Oh. Ja, klar, weil hier alle gucken jetzt bei dem Fight zu. Ne? Das ist jetzt hier Partypool. Wumms. Aber wir haben jetzt ein paar Mal nach unten getackelt, die Dame. Ja. Wow. Jo. Au. Lol, ich glaube, wir haben sie umgeboxt. Ich bin mir nicht sicher, was passiert. Oh, wie die kratzt. Guckt euch das an. Jetzt, oh, sie hat sie im Schwitzkasten.